Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Muchic. Guten Morgen, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Zum Thema Teuerung Pensionen. Herr Bundesminister, warum schaffen Sie es nicht, angesichts der hohen Inflation, zumindest bei den Pensionistinnen sowie Pflegegeldbeziehern, unmittelbar nachhaltige Hilfe zu leisten und die Pensionsanpassung und die Pflegegeldanpassung für 2023 um einige Monate vorzuziehen? Ich halte zunächst fest, dass wir sowohl rasch als auch langfristig helfen. Ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel geben. Eine Mindestpensionistin oder Bezieherin der Ausgleichszulage mit 978 Euro pro Monat erhält in diesem Jahr eine Entlastung von 1.350 Euro. Das entspricht 1,5 Monatseinkommen. Die Antwort auf Ihre Frage ist also ja, wir machen Soforthilfen, tun das. Die Hilfe kommt auch an. Und wir sind im kommenden Jahr natürlich darauf vorbereitet und machen das, die Pensionen zu erhöhen und die Teuerung auszugleichen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Erhöhung des Pflegegeldes. Wir wissen, dass die Teuerung bleiben wird. Wir wissen auch, dass dort Maßnahmen gesetzt werden müssen. Und die Bundesregierung hat auch immer erklärt, dass das, was wir bisher gemacht haben, im Gesamtvolumen von 28 Milliarden Euro weiter evaluiert wird. Und wir davon ausgehen, dass wir im Herbst zusätzliche Maßnahmen brauchen. Bei der Pensionsanpassung oder bei den Pensionistinnen mit geringer Pension wurden umfangreiche Pakete geschaffen. Es gab im Dezember letzten Jahres die 150 Euro Soforthilfe, im Frühjahr weitere 150 Euro, im Zuge des Teuerungspaketes weitere 300 Euro. Es profitieren insgesamt etwa 200.000 Pensionistinnen und Pensionisten davon. Und um darüber hinaus schnellstmöglich zu helfen und zu unterstützen, wird der Teuerungsabsatzbetrag als Einmalzahlung auch ausbezahlt. Also ich würde einfach festhalten wollen, dass uns die Situation dort bewusst ist, dass wir rasch Maßnahmen gesetzt haben, dass die Bundesregierung auch festgehalten hat. Es wird weitere Schritte brauchen, um diese Gruppe im Fokus zu behalten. Zusatzfrage? Herr Bundesminister, aus Ihrer Antwort heraus eine Nachfrage. Die Teuerung beträgt derzeit im Durchschnitt an die 5,5%, aktuell 8% im Monat. Werden Sie oder können Sie garantieren, dass die Pensionsanpassung 2023 im Jänner die tatsächliche Teuerung abgelten wird bei den Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich? Naja, Sie wissen als Gewerkschafter und Lohnverhandler, dass Lohnerhöhungen oder Erhöhungen von Pensionen in diesem Fall auch Verhandlungssache sind und dass ausverhandelt werden muss, weil es finanziert werden muss. Aber Sie können sich sicher sein, mein Bestreben als Sozialminister ist es natürlich und selbstverständlich, dort den Ausgleich herzustellen über die Pensionserhöhungen, den diese Pensionistinnen und Pensionisten auch brauchen. Mir ist nämlich bewusst, dass dort, gerade wo geringe Pensionen vorhanden sind, die Teuerung ganz besonders zuschlägt, weil diese Menschen in extrem hohem Ausmaß nahezu das gesamte Einkommen, das sie haben aus Pension, ausgeben müssen für Lebenshaltungskosten, für Heizung und für den täglichen Bedarf und ansonsten nichts mehr übrig bleibt. Das wird auch untermauert durch die jüngste Studie, die wir im Sozialministerium in Auftrag gegeben haben, wo sich wieder angeschaut worden ist im Vergleich der im Zeitlauf, wie sich das entwickelt hat, bin sofort fertig. Und wir wissen, wir haben das in den Fokus zu nehmen. Zusatzfrage stellt die Frau Abgeordnete Zopf. Geschätzter Herr Minister, unsere Maßnahmen gegen die Teuerung sind 500 Euro Klimabonus für jede und jeden, zusätzlich 300 Euro für besonders betroffene Gruppen, zum Beispiel die Mindestpensionisten, 180 Euro pro Kind zusätzlich zur Familienbeihilfe als Einmalzahlung. Es kommt ein erhöhter Absatzbetrag von 500 Euro. Die Erhöhung des Familienbonus soll vorgezogen werden und die kalte Progression wird abgeschafft. Das sind zum Beispiel für ein Ehepaar mit zwei Kindern über 2.800 Euro oder für ein Pensionistenpaar über 1.700 Euro Entlastung pro Jahr. Experten sagen, Sie mit diesem Paket zufrieden. Herr Bundesminister, sind die Maßnahmen der Bundesregierung im Teuerungspaket aus Ihrer Sicht eine wirksame und rasche Hilfe für die, die es brauchen? Das sind sie, das habe ich versucht darzulegen und ich habe mir auch angeschaut, weil es oft Debatte hier im Haus war und auch in Ausschüssen, wo bewegt sich Österreich da im internationalen Vergleich? Weil mir das schon ein Anliegen ist, Größenordnungen auch bei Teuerungsabgeltungen festzulegen, die auch wirken, eine bestimmte Größenordnung haben, rasch wirken und auch strukturell wirken. Und ich bin da noch mal ein bisschen ins Detail gegangen und habe mir auch
den Vergleich mit Deutschland sozusagen vor Augen geführt. Die Deutschen haben was Ähnliches gemacht wie wir. Die haben im Zuge einer Erhebung, wie hat sich Armut entwickelt, festgehalten, jetzt vor 2 Wochen, dass die deutsche Bundesregierung insgesamt eine Größenordnung von 25 Milliarden Euro auf den Weg gebracht hat, Deutschland, und dass nur 2 Milliarden davon, das wären für Österreich 200 Millionen, dort ankommt, wo es besonders notwendig ist, nämlich bei den geringsten Einkommen. Wir haben das Zehnfache davon. Also ich würde schon meinen, wir sind da im europäischen Vergleich auch mit anderen Ländern gut aufgestellt. Und noch einmal die Botschaft, wir wissen, die Teuerung wird nicht weggehen und es ist angekündigt von der Bundesregierung, im Herbst zu prüfen, welche weiteren Maßnahmen wir setzen werden.